Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Also kein neues Let's Play, sondern wir spielen weiter. Wallace & Gromit. Wir sind gerade beim Cluedo-Spielen und rätseln hier etwas rum. Aber wir haben heute einen Gast. Wie heißt denn der Gast? Der heißt Rötzen, mein lieber Hoppe. Jo. Gut, dann spielen wir mal zusammen weiter. Erst heute bei mir und dann spielen wir mal weiter. So, wir waren gerade im Cluedo-Spielen. Die Tatwaffe haben wir schon mal. Bloß, uns fehlt noch ein Verdächtiger. Wenn ich nur lange genug starre, werde ich bestimmt irgendwann etwas finden. Es fehlt noch ein Verdächtiger, also die Waffe haben wir hier schon, der Mallet. Da fehlt uns auch ein Motiv und ein Zeuge. Nur damit du das weißt, die Waffe war ein Schlägel von dem Gong. Okay. Hier, und wir haben im Video gesehen, dass die Hunde, zeige ich dir gleich mal, die Hunde, die Bösewichte waren, aber das sah man nicht so wirklich. Also, das wissen die ja nicht. Ach, das sind diese schönen Hunde. Ja, die sind ja süß. Und auch so harmlos. Ja, das ist es. Wir dürfen sie auch selber designen, jedes Mal. Gut, wir sind gerade beim... wir müssen jetzt ein Motiv finden. So, wir haben mehrere Räume. Einmal da oben. Ja. Probieren wir weiter zu spielen, ne? Ja, das würden wir... Das schaffen wir auf jeden Fall. Naja, ich rätsel etwas länger schon runter, aber... Jetzt sind wir zu zweit. Zwei die Fällen. Lederhosen und Tirolerhut wären doch genau das Richtige. Nein, wär's nicht. Ganz sicherlich nicht. Nee. Ist ja gut. Man braucht ja nicht gleich hier in Unmacht fallen, wenn wir da sind. Wir sind zwar VIPs, aber so. Der war wahrscheinlich von unserer Schönheit geblendet. Ja, sicherlich. Gott zum Gruße, Gefreiter. Ja. Das erinnert mich daran, wie ich einmal in einem Hühnerstall bei Toulouse eingesperrt war. Meine Begleitung saß 3 Tage lang fest und wir hatten nichts zu essen außer einem einzigen Croissant und einem faulen Ei. Habe ich die Geschichte schon einmal erzählt, Gefreiter? Ja, hast du. Das waren die besten Zeiten. Oder waren es die schlimmsten? Ich erinnere mich nicht. Ja, so denke ich auch gerade. Da kommen wir raus. Es ist ja der Kopfnuss-Gangster, suchen wir ja, so heißt er. Ah. Und deswegen kommen wir nicht raus, weil hier der Wachmeister uns eingesperrt hat, den wir eben schon gesehen haben mit dem Zettel. Und wir haben hier einen eigenen Garten. Und das ist der erschlagen wurde. Herr Gebberli hat mir versprochen, dass er den Laden für mich übernimmt. Man stelle sich vor, er unten mit leibhaftigen Kunden. Ja. Der sieht aber nicht mehr so lebendig aus. Ach doch, der lebt nur, schläft nur. Er ist ja nicht tot, er ist nur erschlagen. Und dann geht das ja noch. Ja. So, ja. Dann dekorieren wir mal die. Hilf mir, ein anderes Outfit auszusuchen, Gromit. Ja, das machen wir. Wie wollen wir uns designen? Welchen Hut wollen wir nehmen? Den geht leider nicht. Ich finde, wir nehmen wieder die Mütze. Einsame Spitze! Nee, das ist ein Diadem. Oder das Diadem mit der Sternbrille. Umwerfend. Und den lilanen Hals. Schick! Ja. Das wird ein solcher Spaß! Ja, Team Kiwi! Werft euch in Schale, meine Schätzchen! Die armen Hunde. Verlass euch im Raum. Ich weiß, wo wir hin müssen, weil ich... stecken wir uns. Nur um dir das mal zu zeigen. Da kommen die schönen Hunde. Ich wollte nur sehen. Wollte mal gucken, wie sie aussehen. Ja, ganz süß, ne? Ja, sehr süß. Und wir sind jetzt mal... Hier, da, der Spaßknopf. Das hat irgendwie Spaß. Also, schon öfters hat man das gemacht, aber naja. Und tschüss. Und aus dem Fenster.
Das ist der einzige Weg, in den wir rauskommen. Ja. Hauptsache der Wachtmeister sieht uns nicht. Und der ist etwas benebelt daher. Das wird das jetzt nicht schon. Gehen wir mal zum Laden. Vielleicht gibt es da was Neues. Hoffen wir das mal. Im Haus scheinen wir nicht weiterzukommen. Noch ein Kunde! Hier ist ja ein Betrieb heute! Yo! Was ist ein Betrieb heute, ne? Ja. Ach, da geht's wohl. Da haben wir schon die Zeitung, die wir ja vorhin für die für das Modeklatsch brauchten, haben wir ja schon geholt. Also gehen wir wieder rein. Jetzt stehen wir da. Und manchmal stehen wir da. Irgendwie unlogisch, aber naja. Irgendwas noch? Nee. Du brauchst gar nicht so den Kopf zu schütteln. Oh. Also gar nicht erstmal. Also, nee, geht gar nicht hier. Ja. Aller und das Sekunde. Jetzt sieht es so aus, als wäre es viel. Aber die Zivilisten haben es in 0, nichts vertilgt, wenn wir nicht aufpassen. Oh, ich will da reingucken. Nee, anscheinend. Wie schön, dass wir uns sehen, Gefreiter. Ja, finde ich nicht. Das war ein bisschen Käse, ne? Ja, ein bisschen Jahresvorrat war das, glaube ich, hatten die vorhin gesagt. Also, im letzten Teil in der Reihe. Von Immertracht. Nee, nee, nee. Wie können wir das denn hinten jetzt beweisen, dass die... Drei kleine Verdächtige. Einer von ihnen muss der Kopfnuss-Gangster sein. Das schaffst du. Ja, das schaffst du. Ah, das Motiv. Vermutlich ein reales Objekt. Ich erinnere mich noch an einen Fall vor einigen Jahren, als das Motiv eine Rübe war und sich zwei Männer darum stritten, sie einpflanzen zu dürfen. Ah... Da habe ich jetzt einen Gedankenblitz, so heißt das. Erkläre ich euch gleich, wenn wir den Zeugen ermittelt haben. Hm, ja. Der Zeuge ist vermutlich ein Lebewesen. Ihre Gemüse und Mineralien geben einfach keine guten Zeugen ab. Das kommt daher, ja, die Gemüse und so. Ja, komm jetzt her, zeig. Das war uns irgendwie klar. Ich hab's! Nun gut. Wir haben die Waffe. Was kommt als nächstes? Da kommt das Motiv. Und kommt diesmal genau, der Hering raus, oder? Das ist es. Was? Das Motiv. Ich habe das Motiv gefunden. Großartig. Sagen Sie uns, warum Pupiku und Stinky Finky Duncan McBiscuit die Kopfnuss gegeben haben. Geile Namen. Ah, und raus damit, Mann! Einen Augenblick bitte. Hast du vielleicht ein Motiv? Ja, ja, hab ich. Die heißen übrigens Tinky Wee und Pooty Poo oder so ähnlich. Deswegen. Stinky Wee. Das Motiv ist dieses Gummispielzeug. Wirklich? Die Hunde sind tatsächlich recht versessen auf dieses Spielzeug. Ja. Das weiß ich aus bitterer Erfahrung. Natürlich sind sie das. Herr Quietschi war ein Geschenk von ihrer Mami. Was natürlich noch lange nicht heißt, dass sie deswegen Duncan etwas antun würden. Na klar heißt es das. Duncan hat den Hunden das Spielzeug gestohlen. Das hat er mir selbst erzählt. Das hat er nicht. Und ob er das hat? Wenn Herr McBiscuit tatsächlich ihr Lieblingsspielzeug genommen hat, dann könnte das durchaus ein Kopfnussmotiv sein. Aber warum sollte Duncan Herrn Quietschi an sich bringen wollen? Der Gedanke ist doch lachhaft. Lachhaft? Mag sein. Aber die Indizien sprechen eine klare Sprache. Ich glaube, dieses Motiv hätte vor Gericht Bestand. Yes. Sind wir gut? Ja. Der Fall gegen die beiden Hunde wird langsam immer klarer. Das einzige Puzzleteil, das noch fehlt, ist der Zeuge. Nein, nicht drücken. Und der Zeuge ist? Salzhering. Kartoffelkantine. Ja, fast. Wen würdest du denn als Zeugen aussuchen, Kumpel? Da können wir nur jemanden im Raum machen. Und er? Wahrscheinlich nicht. Er, sie schon.
Der Zeuge ist Frau Gabberly. Ich? Ich hab doch gar nichts gesehen. Ja, nur ja, ja, Mädchen. Ihr Zeuge? Ja, ja, jetzt geht das wieder kaputt. Muss irgendwas mal probieren. So, jetzt. Jetzt könnten wir jeden anklicken, aber es bringt einfach nichts, ihn jetzt anzuklicken hier im Raum. Und deswegen machen wir es einfach mal. Oh. Ich hab. Nun gut. Das einzige. Ja, ja, ja. Kommst du mit? Ja, ist gut. Und der Zeuge ist. Nein, das ist kein Zeuge. Wen würdest du denn als Zeugen aussuchen, Kumpel? Ja. Der Zeuge ist Wachtmeister Dibbins. Aber ich habe doch gar nichts gesehen. Doch, oh, hast du. Ihr Zeuge ist. Oho. Ich glaube, ich weiß, wer der Zeuge ist. Oh, na dann. So, bitte. Jetzt reicht es aber. Bitte ja, gehen Sie. Ich glaube, das ist dieser komische Typ. Welcher komische Typ? Der Hippie da, wie heißt der? Der Zuckerwatte. Der stört ihn. Ach, das ist mit der Zuckerwatte, der. Genau. Ach, der, ich hab's. Mr. Dahabali oder wie der auch heißt. Ja, das einzige Punkt. Na, ist eher ein. Sieht aus wie ein Video von Ed. Und der Zeuge ist. Charlie Schnauze, natürlich. Wen würdest du denn als Zeugen aussuchen, Kumpel? Wen ich aussuchen würde, aussuchen würde ich dir angeben. Wollen wir? Ja, das machen wir. Der Zeuge sind Putschiwu und Tinkiwi. Was immer sie gesehen haben, sagen können sie es nicht. Ihr Zeuge. Ja, ja, ja. Oh. Probieren wir jetzt mal den. Das wollt ihr jetzt mal ausprobieren. Hätte ja klappen können, Hoppel. Entschuldigung, es handelt sich wirklich erst um einen Poten. So. Ja, ja, das ist. Das haben wir schon. Diese verflixten Prototypen heutzutage. Ja. Kann man sich nie darauf verlassen. Steck den Stecker rein. Ich hab's. Ja, nun dann. Gut. Das eins. Und der Zeuge ist. Knusperfrosch, ja, natürlich. Wen würdest du denn als Zeugen aussuchen, Kumpel? Ich würde als Zeugen aussuchen. Herr Dahali. Der Zeuge ist Herr Panier. Sie meinen doch wohl nicht mich, oder? Wie viele Paniers gibt es denn hier? Naja, also mich natürlich und. Was haben Sie also gesehen? Haben Sie gesehen, wer Herrn McBiscuit die Kopfnuss gegeben hat? Es war stockfinster. Ich konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Das sehe ich ein. Nein, das siehst du nicht ein. Ihr Zeuge ist kein bisschen glaubwürdig. Oho. Das ist schade. Oh, so. Jetzt. Haben wir jetzt noch rüber? Ach ja, den Major haben wir noch rüber. Dann. Der mit Alzheimer? Ja, genau den. Dann probieren wir mal. Ich hab. Nun gut. Nun gut. Nun gut. Nun gut. Das einzige. Und der Zeuge ist. Heuhering, genau. So, und der Zeuge ist Herrn Heuchlerhering. Und den Major hatten wir, glaube ich, schon mal. Nee, wir hatten die oder die, welche nehmen wir jetzt? Wir erstmal die grauhaarigen. Gut, nehmen wir den Major. Ja. Mein Zeuge ist Major Crumb. Stimmt, der sieht ja immer alles. Stimmt genau, ich hab sie gesehen. Pechschwarz war die Finsternis. Die Tür flog auf und ich sah, wie sie ihn wegschleiften.
kleine haarige Kerle mit tiefliegenden Augen und Tätowierungen im Nacken. Matrosen aus der Südsee! Spione! Ausländische Spione! Nicht schon wieder! Ich glaube, das reicht jetzt. Halt! Major, sahen Ihre Spione vielleicht aus wie diese beiden da? Danke. Du meine Güte! Moment. Nein. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit, aber irgendetwas stimmt nicht. So viel dazu. Ihr Zeuge überzeugt mich nicht. So. Oh. Jetzt hab ich's. Wir müssen ihn nochmal umkleiden, dass sie wie kleine haarige Kerle aus der Karibik aussehen. So. Umkleidekabine, genau. Stachelhalsbinde oder was ist das? Aber das machen wir genau nächstes Mal. Und dann vielleicht wieder alleine, vielleicht auch nicht. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Tschüss.